Im historischen Ortskern von Auer steht dieses Kirchlein schon seit dem späten 12. Jahrhundert. Außergewöhnlich im Kirchenraum ist der im Mittelgang stehende tragende Pfeiler, um den auch bei festlichem Einzug herumgegangen werden muss. Ursprünglich war dies die Kirche eines Frauenklosters, gestiftet und erbaut für Benediktinerinnen. Man sagt, dass beim Bau der umliegenden Fachwerkhäuser entdeckte Mauerreste der Klosteranlagen schnell zugeschüttet worden seien. Zeugen alter Zeiten sind noch verwitterte Grabmale im Garten und in den Kirchenboden eingelassene Grabplatten. Seit einiger Zeit wird wieder mit unzähligen Kerzen bei Taizé-Gebeten ähnliche Andacht gehalten wie viele Jahrhunderte hindurch ohne elektrisches Licht. Besonders schön leuchtet der kleine Altarraum auch in der Weihnachtszeit. Mit Taschenlampenilluminationen spüren Konfirmanden den Besonderheiten im Altarraum nach. Ein massiver Triumphbogen trennt das Kirchenschiff vom Altarraum. Auf dem Altar steht ein schlichtes Holzkreuz mit Intarsien, aus Dankbarkeit von einem langjährigen Kirchenvorsteher gearbeitet. Das Kruzifix aus Metall wurde nach der Kirchenrestaurierung 1990 vom Architekten gestiftet, der bei einer Baubegehung durch die morsche Kirchenraumdecke stürzte, doch vor schweren Verletzungen bewahrt blieb. Jahrhunderte zuvor war der Altarraum farbig bemalt. Davon zeugt das wiederentdeckte, auf Putz aufgetragene Kruzifix aus dem 14. und 15. Jahrhundert. Und zur Erstausstattung der Klosterkirche gehörte das steinerne Taufbecken mit zwei Masken. Zu festlichen Anlässen immer schön geschmückt. Auf der hölzernen Kanzel steht in goldenen Lettern Verse aus dem 2. Petrusbrief. Ein Tuch mit Handstickereien von Frauen aus der Gemeinde ziert den schlichten Altar. Die weiß verputzten Wände können heute anders vom Glauben erzählen. Das zeigen die jungen Leute mit Licht und Schatten. Vom Altar geht der Blick durch den hohen Bogen zur Empore mit einem kleinen Orgelwerk. Alte und neue Lieder und Gebete halten dies Kirchlein durch die Jahrhunderte hindurch lebendig. Es ist ein Kleinod in Neuenstein, der Ruhe, des Trostes und zum Auftanken. Es ist eine offene Kirche. Herzlich willkommen!